Jo, wir müssen noch einmal kurz schlafen. Hallo, Zing. Herr, ist morgen dann. So, wo heißen? Entschuldigung, das ist ein Reflex. Ich muss irgendwie immer nachgucken. So, wir haben 18.000 Gold. Wir haben ein, zwei Helden, die gerne aufsteigen würden. Wir haben unsere Neugier, die uns danach ruft, zu gucken, was da im Süden ist. Und dann würde ich gerne demnächst auch mal auf einen Kommentar und den Folgen eingehen. Und zwar, dass wir ein paar taktische Sprungpunkte uns setzen. Als da wären zum Beispiel bei Neusorpiga beim Tempel, in Freehaven vor dem Trainer, obwohl das schon eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Also der Tempel auch nicht, Tempel ist auch recht nah. Aber halt so andere Dinge, wo man halt nicht ganz so häufig hinkommt. Zum Beispiel Darkmoor. Das war doch Darkmoor, oder? Wir sind jetzt in Blackshire und Darkmoor war das mit den Untoten, genau. Also in Darkmoor, falls wir da mal das Schloss angehen wollen, sollen, müssen, wie auch immer. Fliegen. So, jetzt aber erstmal gucken, was da unten ist. Die Viecher. Blitzechse. Was ist da gerade passiert? Ein roter Umhang wurde beschädigt. Das ist doch gemein. Ich weiß nicht. Den kannst du nicht verzaubern. Aber okay, erstmal du nicht Armageddon sprechen. Dann sterben ganz viele Leute. Du Meteorring. Und die sind nicht tot. Das sagt schon mal was. Sternfeuer auch nicht tot. Au. Oh, die machen ganz schön häufig was kaputt. Ich weiß es nicht. Das Schwert im Inventar. Und du konntest es mit 1 lieber reparieren. Das ist eine sehr komische Gegend hier. Du, Meteorregen. Immer noch nicht tot. Und da hängt ein Meteor in der Luft. Und die beiden ducken sich. So, Sternfeuer. Weg mit dir. So, da hinten sind noch welche, aber die haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen. Gucken wir jetzt, ob sich das lohnt. 840, 1100, 1100. Ja, doch. Wow. Das sind keine Blitzechsen mehr. Problem ist nur, die stehen nicht so wirklich gut zusammen. Die da stehen gut zusammen. Au, 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 au. Genau, da erwischen wir gleich 3, 4 auf einmal. Du. Sternfeuer. Okay, sind gegen Dingens immun. Du. Kraftheilung. Bei Lasers beschädigt, das ist okay. Einer nur kaputt. Also das sparen wir uns bei denen. Die Drachen da hinten, kriegen wir die mit dem Sternfeuer? Nö, der da war zu nah dran. Hm, unten heilen. Au. Nächster Gegenstand bestätigt. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt einfach hier stehen bleiben, aber sobald wir aus dem runden Basile-Modus rausgehen, wobei wahrscheinlich nicht mehr so häufig getroffen werden würden, bewegen die sich alle. Und dann haben wir auch ein Problem, weil wir dann nicht mehr ordentlich treffen können mit dem hier. Genau, so nämlich. Auch wenn das eigentlich nicht wirklich viel bringt, denn diese Tornados haben gar keinen Körper, der auf dem Boden bleibt. Dementsprechend auch keinen Loot. Wir wollen Loot. Drachen. Also nicht Drachen, Drachen, das sind kleine Echsen. Feuerechsen, die dementsprechend nicht so viel Schaden von Feuer nehmen. Wie schaut es hiermit aus? Da ist die Feuerechse jetzt umgekippt instant. Boing. Weg mit euch. Kriegen wir dich da hinten? Ja. Yep. Aber nur mit Pfeilen? Nein, gar nicht mehr. Okay. Probieren wir mal jetzt was anderes. Wie das mit Einzelzielzaubern aussieht. Das ist schon mal recht rabiat. Zauberpunkte sind alle bei Nürn.
Zauber müssen aus. Okay. Es geht. So gar nicht mal so schlecht. Aber wir brauchen halt genug Zauberpunkte. Weg, 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 weg. Also brauchen wir einen Platz zum Schlafen. Aber erstmal kurz gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Da ist noch ein Brunnen. Da ist eine Kiste. Überall sind Gegner. Da ging es weiter nach Süden. Noch ein paar Echsen. Also bisher nur wirklich interessant ist der Brunnen hinten und die Kiste. Oh, was haben wir denn hier? Gegner, ja. Eine Taverne? Jo. 248 ist happig. Angenehme Träume. Aber das ist schon okay. So. Da kann ich nichts machen. Erstmal eine Runde reparieren. Das und das. Repariert. Für sie. Wir sind jetzt übrigens an dem Punkt, wo jeder reparieren hochstellen sollte. Dann sonst haben wir nach jedem Kampf genau diese Aktion, die wir jetzt haben, mit dem Hin- und Herschieben. Was ja nicht so wirklich toll ist. Das kann verzaubert werden. Das bitte zu Gero. Das bitte auch wieder zurückgeben, Gero. Danke. Und hier ist uns alles okay. Jo. Ich weiß nicht. Das weißt du nicht. Ich weiß nicht. Das weißt du nicht. Ich weiß nicht. Ein Schwert und noch ein Ring. Okay. Das verzaubern. Das verstärkt Wirkung aller Luftzauber. Damit haben wir jetzt ein Problem. Stärke plus 10. Denn ich weiß nicht, ob die stacken. Also sie hat ja auch schon einen Ring, der Luftzauber verstärkt. Aber ich... Genau, verstärkt die Wirkung aller Luftzauber. Sind die Luftzauber jetzt durch zwei wesentlich stärker? Oder ist es vollkommen egal und wir müssen nur eins davon tragen? Das ist halt noch nicht wirklich raus. So, die vier verzaubern, aber erst später. Jetzt hätten wir gerne Taktschutzes. Gerade rechtzeitig. Du, Tag der Götter, du, Fliegen. So, jetzt ignorieren wir alle Gegner. Bis auf die hinten bei der Truhe. Die machen wir schnell weg. Plündern die Truhe. Gucken mal, was der Brunnen so kann. Dann können wir das dann noch aufdecken. Nee, hier hinten war das. Genau, da ist der Brunnen. So. Was seid ihr denn? Blitzechsen. Meteorregen. Blitzechsen sind fast kaputt. Au, 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 au. Beide kaputt. Kriegen wir euch da hinten? Jupp. Jedes Mal geht was kaputt. Okay, wir haben auch noch sehr viel nicht so gute Ausrüstung. Ich denke mal, die wird eher kaputt gehen als so ein High-End-Gegenstand. Zoink. Ja. Komm schon, geh weg. Weg bist du. Okay. Hier hinten noch. Staubteufel. Stimmt, Staubteufel konnte man mit Implosionen auch Schaden zufügen, ne? Jupp, so gerade nicht schlecht. Ah, das ist nicht mehr. Na gut, dann halt auf die rabiate Tour. Mit Pfeilen in die Luft zerstören. So. Alles grün, alles gut. Gold, 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 Gold. Hehe. Du zauber mal den Spruch, dass wir nicht alles Gold verlieren, wenn wir sterben. Ich hab's. Oh, okay. Ein Titan-Dreizack. Ja, sieht sehr gut aus. Der wird verzaubert. Ein antikes Amulett, das einfach nur viel wert ist. Oder... Nee, das heißt antikes Amulett. Das hat kein Suffix antik... Also mehr Wert. Der kann also auch verzaubert werden. 15 Ausdauer und 5 Rüstung. Hm.
Das gleiche wie das Ding hier hat. Aber das hat 26 und das da hat 36. Flop. Du hast 26 plus 10 Rüstung. So ist mir lieber. So, du brauchst Platz für deinen zukünftigen Dreizack. Denn der sieht doch garstiger aus als das, was du gerade hast. So. Den dahin. Also ja, 2d6 plus 12. 1d9 plus 9. Du, zaubern. Nimm da. Drück die da. Moment. Plus 1 auf 7 Attribute, TP, CP, Rest. Geschmackssache. Ich mag's nicht. Ich hätte lieber irgendeinen Schadenspruch drauf. Oder Drachentöter, Dämonentöter. Achso, hier war irgendwo noch ein Brunnen. Den wollte ich auch mal testen. Also das Ding da. Wer kostet denn mal Gerogon? Gerogon ist nicht so wirklich wichtig. Die Zauberinnen haben hier irgendwas Wichtiges immer. Also sie kann wiederbeleben, sie kann fliegen. Sie ist einfach nur super toll. Und Gerogon ist einfach nur da. Oh. Das ist gar kein Brunnen, der ist ausgetrocknet. Gut. Hätten wir es auch geklärt. Wir würden gerne in den Westen, da ist nämlich eine Straße. Euch ignorieren wir. Auch wenn ihr anscheinend sehr gute Erfahrungspunkte seid, denn bevor wir angefangen haben, die hier zu töten, hatten wir nur zwei Helden, die den Stufenanstieg halten haben können. Jetzt sind es vier. Aber hier gibt es bestimmt bessere Ecken. Also wo die dichter beieinander stehen oder so. So, ganz viele Staubbeutel, ganz viele Feuerbälle, die über den Kopf schießen. Da ist noch eine Kiste. Du. Du. Gucken wir mal, ob es doch im Echtzeitmodus geht. Wir sind jetzt schon zu weit auseinander. Du. Geteiltes Leben. Du, Turing. Du plünderst aber die Kiste. Aha. Sehr gut. 40.000 Gold. Reaktion plus 7. Was hast du? Zauberpunkte plus 6. Beschleunigt die Erholung. Ausdauer plus 6. Zwei mehr Rüstungsklasse. Ja komm, 6 Zauberpunkte ist gar nichts mehr. Du kommst mit. Du kommst mit. Weiterfliegen. Aber doch, was Loot angeht, kann man hier echt nicht meckern. Oh, Ende der Karte. Wo geht's denn nach Westen? Paradiestal. So, hier haben wir jetzt ein Problem. Hier sind nämlich richtige Drachen. Und irgendwas ist gerade schon wieder kaputt gegangen. Da kann ich nichts machen. Repariert. Ein einer Umhang. Ja, du brauchst definitiv da was Schickeres. Hinten sind Drachen, Drachen. Hydras wären ja schon die einfachere Wahl. Du, auf jeden Fall du erst. Oh, da kommt was angeflogen. Tag des Schutzes. Tag der Götter. Hier sind schön viele Hydras, warte mal. Oh, 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 oh. Okay, der könnte ein Problem sein. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Schaden wir so verursachen an den Hydras. Du, Meteorring. Wir haben nicht so wirklich viele getroffen, oder? Oh, doch, doch. Die hier alle nicht, aber das passt fast schon, das kriegen wir hin. Jetzt mal gucken, wie viel Schaden die so verursachen. Machbar, machbar. Meteorring. Sternfeuer. Heilen. Irgendwas ist kaputt. Darum kümmern wir uns aber gleich. Du machst dem ein Ende. Oder auch nicht. Ein paar davon scheinen echt zäher zu sein. Aber ist ja meistens so. Kommst du näher? Ich glaube, du kommst näher. Schieß. Meteorregen.
werden hier alle vermöbelt. Ein Ring, okay. Repariert. Du dahin, du dahin, du dahin. Den Rest gucken wir später an. Du mach eine Inklusion. Ich denke mal, mit 10 Tagen sind wir jetzt besser dran. Und die Hydra ist feuerimmun. Es ist schwer zu sagen, welche Hydra welchen Schadenstyp braucht. Ich probiere jetzt aber bei dem mal Giftwolke. 104.